Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, lieber Karl-Heinz Brunner, ich schätze ja deine Redebeiträge hier zu dem Thema immer sehr, aber du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Der Gesetzentwurf, der heute hier zur Beratung steht, Bereinigung des Rechts für Lebenspartner, und den wir heute in zweiter und dritter Lesung hier behandeln, verlässt leider den Deutschen Bundestag genauso schlecht, wie er reingegangen ist in den Deutschen Bundestag. Und dabei war es eigentlich ein bekannter Sozialdemokrat, der den Anspruch formuliert hat, dass ein Gesetz nie das Parlament so verlässt, wie es reingekommen ist. Diesen Anspruch habt ihr leider nicht eingelöst. Dabei hätte es so viel zu ändern gegeben. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Das gemeinsame Adoptionsrecht beispielsweise ist völlig aus dem Gesetzentwurf ausgeklammert worden. Damit bleibt es also dabei, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht gemeinsam Kinder adoptieren können. Das ist in meinen Augen und bleibt es auch eine klare Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Und dazu kann die Linke nur Nein sagen. Und dass Sie nicht einmal den Versuch unternehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD-Fraktion, auf den Koalitionspartner oder die Koalitionspartnerin mehr Druck auszuüben, finde ich einfach beschämend angesichts eines Wahlversprechens von 100% Gleichstellung nur mit uns. Das ist Betrug an Ihren Wählerinnen und Wählern. Und ich sage, auch die Ehe wird für eingetragene Lebenspartnerschaften nach wie vor nicht offen stehen. Und die Liste ließe sich fortsetzen. Bündnis 90 Die Grünen haben ja einen Gesetzentwurf hier vorgelegt. Den wollen Sie leider ablehnen. Dort sind all die Beispiele, die bereinigt werden müssten, aufgeführt. Die Große Koalition versucht nun seit der öffentlichen Anhörung zu den Gesetzentwürfen von der Linken, von Bündnis 90 Die Grünen und dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, dass sie ihre flügellahme Argumentation mit dem Hilfsargument zu stützen versucht. Die Anhörung hätte ergeben, dass eine Grundgesetzänderung notwendig sei, um die Ehe öffnen zu können für alle. Dabei haben Sie in der Anhörung selbst erleben können, es waren 7 Sachverständige, von den 7 haben 4 das abgelehnt, dass eine Grundgesetzänderung nötig ist. Und 2 haben es explizit gesagt, und die 3. hat gesagt, sie könnte es sich so vorstellen. Wenn ich die Grundrechenarten richtig verstanden habe, ist 4 immer noch mehr als 3. Und ich würde der SPD wenigstens dankbar sein, wenn sie dafür sorgen würde, dass die Koalitionspartnerin hier nicht auch noch die Unwahrheit verbreitet. Für mich am bemerkenswertesten an der Anhörung war, dass das SPD-geführte Justizministerium einen alten Gesetzentwurf aus der Schublade gezaubert hat, mit dem schon die liberale Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger 2012 gescheitert ist, dass es nur um redaktionelle Änderungen in gerade mal 32 Gesetzen ging. Als ich das hier gesagt habe, hat mir das niemand geglaubt. Wohl bemerkt, es gibt derzeit noch etwa 150 Regelungen in über 50 Gesetzen und Verordnungen, in denen die Gleichstellung noch nicht vollzogen worden ist. Und deswegen hat der Bundesrat in seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf zur Bereinigung des Rechts für Lebenspartner geschrieben, und das ist konsequent, finde ich, der Bundesrat hält den Gesetzentwurf jedoch nicht für ausreichend, da er die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare in wesentlichen Rechtsgebieten wie dem Adoptionsrecht ausspart. Und deswegen finde ich, und ich sage Ihnen das immer wieder, solange das so ist, solange Sie dann auf dem Deckblatt des Gesetzentwurfs unter der Rubrik Alternativen schreiben, keine, kann ich nur sagen, das ist eine Lüge. Denn es gibt Alternativen. Es liegen inzwischen 3 Gesetzentwürfe vor, einer der Linken, einer von Bündnis 90 Die Grünen und inzwischen seit September auch einer des Bundesrates. Und deswegen legen wir Ihnen auch heute erneut unseren Antrag vor, wenigstens die Entschließung des Bundesrates umzusetzen und endlich die rechtliche und öffentliche Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften hier zu beenden. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Dr. Sabine